noch einen Einsatz bei der Feuerwehr hattest. Ja, es war tatsächlich noch ein Einsatz mit der Feuerwehr. Ich bin aber natürlich extra für diese Aktion hier zu Hause geblieben, weil bei der Feuerwehr nie absehbar ist, wie lange es denn dauert. Und letztendlich ging es um die Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst und die Drehleiter wurde angefordert, um einen Patienten schonend aus dem Fenster zu bugsieren, der sich dort verletzt hatte. Das war das, was auf den Funkmeldeempfänger gespielt wurde. Okay, und da bist du aber in einer Freiwilligen Feuerwehr oder hast du da noch eine besondere Funktion? Da bin ich in der Freiwilligen Feuerwehr meines Ortes, Kandel. So 9.500 Einwohner hat Kandel und ja, im Schnitt fährt man da mit der Freiwilligen Feuerwehr um die 110, 120 Einsätze im Jahr. Also ist doch schon ordentlich was los. Okay, aber mal zum Verständnis, das heißt, du bist dann in Anführungsstrichen immer auf Abruf, ne? Ganz genau. Wir haben alle einen Funkmeldeempfänger dabei. Das ist so eine, ja, kleiner wie eine Zigarettenschachtel. So ein Apparat, den man am Gürtel tragen kann und der wird dann durch die Rettungsleitstelle, sollte denn ein Einsatz kommen, ausgelöst. Piepst und es kommt eine Textmeldung, was denn gerade los ist. Alles klar. Nochmal, was unsere Fans ja tatsächlich immer wieder interessiert. So, du bist Hems-TC auf dem Christoph 43. Ja, ihr seid ja leider noch nicht zurück am alten Standort, aber dass der Umzug zurück nach Karlsruhe, das wird dieses Jahr passieren, richtig? Das dürfen wir schon mal verraten, ne? Wenn alles klappt, erfolgt der Umzug natürlich noch dieses Jahr. Ja, wahrscheinlich gegen Spätjahr 2021, so wie es aussieht. Da ist jetzt in Kürze noch eine Besprechung. Wir haben uns die Baustelle öfter schon angeschaut. Sieht alles sehr gut aus. Es wird eine wunderbare, schöne Dachstation mit einem tollen Ausblick über Karlsruhe, über die Rheinebene. Und wir sind zuversichtlich, dass es dieses Jahr noch klappt mit dem Umzug. Jetzt wollen wir mal ganz kurz unseren Fans erklären, wieso, weshalb, warum wir das machen, obwohl wir am 29. Dezember schon mit Marco und Stefan gesprochen haben. Übrigens an dieser Stelle viele Grüße an Marco. Der fliegt gerade diese Woche auf dem 114er in Bautzen. Und auch viele Grüße an den Stefan. Der ist morgen wieder auf dem 111er im Dienst. Sebastian, bevor wir dazu kommen, wie du eigentlich zu DRF-Luftrettung gekommen bist, wir wollen ja hier vor allen Dingen denjenigen, die Kinder und Jugendliche zu Hause haben, auch nochmal einen Einblick geben zum Thema Erste Hilfe, Thema, wann wählt man 112. Du hast mir zum Beispiel erzählt in der Vorbereitung, dass das in den Niederlanden schon in der Grundschule gemacht wird. Und in welchen Schulen warst du bisher? Ja, ich war tatsächlich in den Grundschulen unterwegs, beziehungsweise in einer Grundschule mehrmals schon. Das ist hier ein Ort in der Nähe, Wörth am Rhein. Kennt man vielleicht, da werden LKWs gebaut von einer großen Firma mit einem Stern. Und dort hat mich eine Lehrerin angesprochen, ob ich mal in die Grundschule kommen könnte und den Kindern erklären, was die Luftrettung so macht. Und es hatte einen ganz bestimmten Grund, denn Wörth ist ziemlich dicht gebaut und wenn wir mit dem Christoph 43 von Karlsruhe aus oder von Rhein-Münster aktuell einen Einsatz im Bereich Wörth haben, da fliegen wir 6 Minuten hin, dann wird die Parkplatzsuche immer recht schwierig. Wie gesagt, viele Häuser, viele Straßen, dort gibt es Stromleitungen, wenig Platz für uns und deswegen landen wir relativ häufig in Wörth im Hof der Grundschule. Und das ist natürlich ein Abenteuer für alle Schüler. Damals vor Corona saßen die nämlich noch in der Schule und konnten uns beobachten, wenn wir gelandet sind. Und daraus hat sich diese Anfrage entwickelt. Und ich habe das dann mit meinem damaligen Stationsleiter beziehungsweise mit dem leitenden Notfallsanitäter Markus Sandrock kurz besprochen. Und es war schnell klar, da gehen wir hin, da gehe ich hin in die Grundschule und erkläre den Kindern, was die Luftrettung so macht. Die waren da natürlich begeistert, denn der Hubschrauber ist zwar dort gelandet, aber konnten natürlich nicht hingehen und keine Fragen stellen. Deswegen war das eine ganz gute Aktion, kam gut an. Und es waren Kinder dabei von der 1. bis zur 4. Klasse. Beim 2. Termin waren sie alle zusammen und
haben wirklich 1,5 Stunden aufmerksam gelauscht, gut mitgemacht, haben Rätsel ausgefüllt und haben dann natürlich auch Preise gewonnen. Es gab Schlüsselbänder, Kugelschreiber, Aufkleber vom Christoph 43 und ich glaube, da waren ein paar Kinder echt zufrieden mit der Aktion. Okay, was haben die denn so für Fragen gestellt? Das war das Interessante an der ganzen Geschichte. Fast dieselben Fragen, die auch Erwachsene stellen. Zum Beispiel, wo sitzt denn der Pilot im Hubschrauber? Der sitzt nämlich nicht wie im Auto in Deutschland auf der linken Seite in Fahrtrichtung, der sitzt rechts. Dann kam noch eine ganz interessante Frage, warum hat der Hubschrauber 2 Propeller? Warum hat er einen Heckrotor und einen Hauptrotor? Das konnte man dann ganz gut erklären anhand von einem Experiment. Und weitere Fragen waren, was hat der Hubschrauber dabei, wie schnell fliegt der Hubschrauber, wie hoch, wie viele Patienten kann er transportieren, wann kommt er denn überhaupt zum Einsatz und was machen die Leute auf dem Hubschrauber, wie viele Leute sind denn da im Dienst überhaupt. Also es sind tatsächlich dieselben Fragen, die sich auch Erwachsene vielleicht öfter mal stellen. Na, die trauen sich aber selten, die zu stellen, die Kinder trauen sich dann schon eher. Ist das nicht auch das Schöne, dass die meisten Kinder ja, sag ich mal, eigentlich keine Scheu haben und salopp gesagt die Frage raushauen? Ja, also die kommen relativ direkt mit der Frage und wenn die Frage nicht ausreichend beantwortet ist, wird nachgebohrt. Und ich habe es damals extra so gemacht, ich habe vom Christoph 43 ganz, ganz viele Bilder gemacht und habe den von innen fotografiert, von außen, habe das Cockpit abgelichtet, die Trage, auf der der Patient liegt, unsere Medizingeräte, unsere Notfallkoffer und habe denen das als PowerPoint bzw. als Video gezeigt und dann haben die Kinder parallel ein Rätsel bekommen und haben entscheidende Fragen zu dieser Präsentation beantworten müssen. Das heißt, es war immer Aufmerksamkeit gegeben. Natürlich, es musste ja das Rätsel ausgefüllt werden, um die Preise zu gewinnen. Und anhand des Bildervortrags, völlig ohne Text, war es auch für die Erstklässler echt interessant. Mhm. Kannst du dich an irgendeine Frage erinnern, wo du tatsächlich einen Moment brauchtest, um die zu beantworten? Weil das muss man ja auch mal sagen. Ich hatte zum Beispiel meinen früheren Jobs hin und wieder auch mal mit Professoren zu tun oder auch mit tatsächlich höherrangigen Politikern. Und die sind natürlich so in ihrem Tunnel, dass die gewisse Themen gar nicht, sag ich mal, so handfest erklären können. Und ich habe damals tatsächlich irgendwann auch die Scheu verloren als Redakteur und habe gesagt, stellen Sie sich vor, ich bin in der 3. Klasse, ich bin 9 Jahre und jetzt erklären Sie es mir bitte. Und das hat fast immer super funktioniert. Die Kinder sind natürlich ein extrem dankbares Publikum, aber auch ein sehr anspruchsvolles Publikum. Also ich bin im Bereich der medizinischen Fortbildung gelegentlich tätig und da sitzen auch Notfallsanitäter, Rettungssanitäter, Rettungsdienstpersonal, Ärzte, von der Anästhesie bis zur Orthopädie sitzt da alles dabei. Aber ich muss sagen, vom Level der Aufregung her war es in der Grundschule am schlimmsten für mich, denn so ein ehrliches Publikum hat man selten. Die waren aber ganz lieb und ganz nett und ich glaube zumindest, dass ich alle Fragen ausreichend beantworten konnte. Du hast gefragt nach einer Frage, die mich ins Straucheln brachte. Eine Erstklässlerin wollte wissen, wie mein Jahresmonatsgehalt, also das Monatsgehalt und das Jahresgehalt ist. Ich habe ja dann natürlich einen Stichpunkt. Da hast du gesagt, ungefähr so viel wie Cristiano Ronaldo, aber nicht ganz. Ganz genau, ganz genau. Und für einen Friseur reicht es leider auch nicht so richtig. Ja, ich habe ihr dann gesagt, was ich im Monat so etwa verdiene und die haben es dann ausgerechnet. So haben wir noch ein bisschen Mathematik in die ganze Hubschrauberkunde mit reingebracht und am Ende wussten sie, was ein Sunny im Monat und im Jahr verdient. Annähernd natürlich, ist ja ein Geheimnis eigentlich. Und dann haben sie gesagt, demnächst kommst du wahrscheinlich mit deinem privaten Helikopter vorbei, ne? Wenn bei dem Gehalt, absolut, absolut. Na, bevor unsere Fans da draußen ungeduldig werden, es kam die Frage auf, was ein HEMS eigentlich ist und was ist der Unterschied zum Notfallsanitäter? Ja, also HEMS bedeutet eigentlich übersetzt, das ist eine Abkürzung für ein englisches oder für mehrere
englische Worte. HEMS bedeutet Helicopter Emergency Medical Service. Also ein Luftrettungsdienst. Nicht mehr und nicht weniger. Die Berufsbezeichnung selbst, HEMS TC, bedeutet Technical Crew Member. Also ich bin neben meiner Funktion als Notfallsanitäter auch technisches Crew Member. Das heißt, ich gehe mit dem Piloten zusammen vor dem Start und während des Fluges Checklisten durch. Ich habe, wenn der Pilot nach draußen guckt, ein Auge auf die Instrumente im Hubschrauber und umgekehrt. Wenn der Pilot Instrumente ablesen muss, gucke ich nach draußen, denn die Luftraumbeobachtung ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da, wo wir uns mit dem Rettungshubschrauber bewegen, ja, da ist unbewachter Luftraum. Das heißt, da sind Gleitschirmflieger mit unterwegs, da sind Freizeitflieger, Segelflieger, Hobbypiloten unterwegs. Und wir haben zwar in unserem Hubschrauber Systeme, die solche Hindernisse im Luftraum anzeigen, allerdings eben nicht bei allen. Es gibt Segelflieger, die haben keinen Transponder, also kein Funkgerät, was die Lage im Raum, Höhe und Geschwindigkeit übermittelt. Und deswegen ist es wichtig, dass immer einer rausguckt. Und am besten ist es, wenn der Notarzt hinten auch mit bei der Luftraumbeobachtung beteiligt ist. Einfach als Sicherheitsfaktor. Das ist so ein wesentlicher Punkt. Jetzt habe ich natürlich einen Informationsvorsprung, weil ich weiß, dass du während deiner Zeit bei der Bundeswehr sogar bei dem bundeswehreigenen Wetterdienst gearbeitet hast. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Das heißt, du hast gegenüber den anderen Kollegen wahrscheinlich einen tierischen Vorsprung, weil du einfach schon so viel Erfahrung hast. Könnte das sein? Meteorologisch, also die Wetterkunde, da habe ich ein bisschen was gewusst schon, ja. Ein kleines bisschen. Also okay. Die Wettermeldungen, die für die Luftfahrer, für die Hubschrauberflieger interessant sind, die habe ich damals selbst erstellt für meinen Platz. Deswegen kann ich die auch relativ gut lesen und kann beim morgendlichen Briefing, was die Wetterbeobachtung und die Erwartungen an das Wetter des Tages angeht, schon ein bisschen mitreden. Und das hat sich gerade im Winter, wenn schlechtes Wetter ist, schon ein paar Mal bewährt. Also da sind wir gut als Team, der Pilot und ich, in der Kommunikation, was die Wetterkunde angeht. Und in der Ausbildung zum HEMS-TC fiel mir der Unterricht natürlich leicht. Ja, wunderbar. Der Aris hat eine Frage gestellt und ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. Aris, bitte dranbleiben, wo ich dich hier finde. Da geht es nämlich auch um die Ausbildung. Mhm. Just a sec. Jetzt ziehen wir mal den Daniel vor. Daniel würde gerne wissen, ob es sinnvoll ist, HEMS-Kurse von Drittanbietern in Anspruch zu nehmen. Das ist natürlich eine Frage, die viele Kollegen stellen, die aus dem Rettungsdienst in die Luftrettung wechseln wollen. Man kann natürlich so einen Kurs machen für die persönliche Weiterentwicklung. Schadet nie. Vor allem gewinnt man schöne Einblicke, gute Einblicke in die Arbeit der Luftrettung. Es gibt ja doch ein paar Besonderheiten und ein paar Handlungsweisen, die von denen abweichen, wie man sie im bodengebundenen Rettungsdienst gewohnt ist. Allerdings ist da natürlich immer das Problem, Fuß zu fassen bei einer Luftrettungsorganisation. Ich würde eher den Weg fahren, mich zu bewerben, also auch wenn keine Stellenausschreibung bei einer Luftrettungsorganisation gerade stattfindet, so eine Initiativbewerbung starten und warten, was dann passiert. Wenn da Personalbedarf ist, kommen die Organisationen auf euch zu und laden euch ein zu einem Assessment Center, also ihr müsst einen Einstellungstest dort machen und dann würde ich warten mit der Ausbildung. Wenn man sich natürlich selbst weiterentwickeln möchte, weil man irgendeine höhere Funktion im Rettungsdienst durchführen möchte, kann man so einen Kurs natürlich gerne auch machen. Die Inhalte sind auf jeden Fall interessant. Okay. So, liebe Leute, jetzt gibt es eine Premiere. Jetzt klicke ich nämlich mal hier drauf. Zack, und Aris fragt, wie viel Praxiserfahrung braucht man als Notfallsanitäter im bodengebundenen Rettungsdienst, um sich bei der DRF zu bewerben? Es wäre ganz gut, wenn man so einen Erfahrungsschatz von etwa 5, 6 Jahren hat im bodengebundenen Rettungsdienst. Es liegt ganz einfach daran, als Notfallsanitäter auf einem Rettungswagen hat man
ein hohes Potenzial an Verantwortung. Man betreut jetzt gerade in der Landrettung, wo man weite Strecken zurücklegt zu Patienten, Patienten, die vital bedroht sind, auch mal sehr lange alleine, muss man medikamentöse Maßnahmen durchführen, muss ja, vitale Funktionen stabilisieren und hat einfach eine riesengroße Verantwortung für sich und seinen Teampartner, der mit dabei ist. Ob es jetzt ein Rettungssanitäter oder ein weiterer Notfallsanitäter ist, ist in der Hinsicht völlig egal. Aber es ist durchaus sinnvoll, dass man Berufserfahrung sammelt, Einsätze abarbeitet und ein paar Dinge erlebt hat, bevor man dann in die Luftrettung wechselt. Denn die Schwierigkeit in der Luftrettung ist, dass zu all dieser medizinischen Komponente, man arbeitet ja dann mit einem Notarzt zusammen und es ist nicht so, dass der Notarzt immer die ganze Arbeit alleine macht. Jetzt beispielsweise hier im Schwarzwald, wo der Christoph 43 unterwegs ist, da ist es im Sommer öfter mal so, dass man erst eintreffend ist mit dem Rettungshubschrauber bei mehreren Verletzten oder zum Beispiel einem schwerstverletzten Motorradfahrer und dann werden sich die Aufgaben geteilt. Dann wird durch den Notarzt delegiert und ich muss tatsächlich invasive Maßnahmen durchführen und zusammen mit dem Notarzt im Team, ähnlich wie bodengebunden auf einem Rettungswagen, den Patienten stabilisieren. Darum finde ich, ist es, bevor man sich bewirbt bei der DAF oder bei einer anderen Organisation, sehr, sehr sinnvoll, eine Zeit lang Berufserfahrung zu sammeln. Was mir geholfen hat, ich war vorher Praxisanleiter noch im Rettungsdienst, war also auch in die Ausbildung integriert und konnte mir von allen Bereichen des Rettungsdienstes differenziert ein Bild machen, was mir später bei der DAF durchaus weitergeholfen hat schon. Guck mal, hier haben wir einen kleinen Spaßvogel, den Mario, der will mal mitfliegen und was anderes als bodengebundene Rettung erleben. Mario, gerade in Zeiten von Corona, obwohl ich ja nur einer aus der Pressestelle bin, muss ich leider sagen, das geht nicht. Aber bleib mal dran, vielleicht finden wir andere Wege. Wir haben hier noch eine Frage von Christian. Ich bin örtlicher Leiter einer freiwilligen Feuerwehr. Wie komme ich an Schulungsunterlagen? Christian, sei doch so gut, schreib uns mal bitte eine E-Mail. Ich notiere mir deinen Namen, dass wir da mal in Kontakt treten und uns direkt austauschen. Weil Konstantin, da hätte ich gleich noch was für den Christian. Ja. Es gibt tatsächlich von Seiten der DAF einen ganz netten Flyer, Zusammenarbeit Feuerwehr und Rettungsdienst mit der DAF Luftrettung. Da geht es unter anderem um ein ganz interessantes Thema für eine Feuerwehr, nämlich das Ausleuchten einer Einsatzstelle oder einer Landestelle für den Hubschrauber. Erkundung der Landestelle, was ist wichtig, auf was muss ich achten, sind irgendwelche Hindernisse im Weg? Und ich glaube, das kann man euch sicher zuschicken, ne? Konstantin, das geht doch bestimmt. Ja, ich würde aber tatsächlich morgen selber mal nachgucken, ob wir das sogar auf der Homepage als Download haben. Wenn nicht, Christian, ich hoffe, du hörst uns noch. Der Frage geben wir auf jeden Fall nach und melden uns. Ja? Okay, ich weiß nicht, ob diese Dame dich besser kennt, aber die möchte wissen, ob du... wunderschöner Hubschrauber, exzellenter Sound und wirklich genial. Im ZDF konnte man den, glaube ich, in letzter Zeit nochmal sehen, bei den Rettungsfliegern, leider ausgemustert, leider viel älter als ich, auch wenn es nicht so aussieht. Aber die Bell UH-1D, die gibt es bei der Bundeswehr nicht mehr. Da fliegt jetzt eine H-145. Alles klar. Thomas möchte wissen, ob du in deiner Freizeit noch bodengebunden unterwegs bist. Da ich meine Kollegen im bodengebundenen Rettungsdienst tief in mein Herz geschlossen habe, versuche ich natürlich regelmäßig noch Rettungsdienst zu fahren. Ja, unbedingt. Alles klar. Okay, und Kollege Markus Sandrock guckt uns gerade auch hier auf die Finger und schreibt, dass es die Infos auf der Homepage gibt. Christian und hat sich noch jemand gemeldet. Trotzdem schicken wir euch die Adresse, ja? So viel Zeit muss sein. Das bekommt ihr von uns als Service, habe ich mir notiert. David möchte wissen, wie ihr alarmiert werdet. Die Alarmierung erfolgt über Funkmeldeempfänger, also über Piepser. Landläufig ja bekannt. Und zwar sind es digitale Meldeempfänger. Die Leitstelle
verfasst einen kurzen Text und der Funkmeldeempfänger piepst. Parallel haben wir auf der Station Karlsruhe und auch die DAF-Luftrettung insgesamt das sogenannte Rescue-Track-System mit einem Wachendisplay. Und dieses Wachendisplay ist ziemlich genial, denn dort wird ein Kartenausschnitt mit der Einsatzstelle schon angezeigt. Es werden die mitalarmierten bodengebundenen Kräfte dargestellt und es wird die Entfernung, also die Flugentfernung zur Einsatzstelle mit dargestellt. Und als Redundanz, also als dritte Alarmierungsebene, gibt es auf dem Smartphone, das wir alle haben, also Notarzt, Pilot und HEMS-TC, noch die RescueTrack-App, auf der ebenfalls die Daten zugeteilt werden. Und zu guter Letzt bekommt der Hubschrauber geokoordiniert auch noch die Daten zugeteilt. Und ich kann den Einsatz im Hubschrauber-Navi, übrigens eine ganz wichtige Frage, die in der Grundschule immer kam, woher wissen wir, wohin wir fliegen? Na, wir haben auch ein Navi mit an Bord. Da wird der Einsatz kodiert. Wir drücken auf eine Taste, die Mission wird aktiviert und wir fliegen dann der Linie nach zur Einsatzstelle. Alles klar. Maria möchte wissen, wie lange du schon bei der DAF bist. Ich habe meinen HEMS-Kurs im Oktober 2018 gemacht. Also noch gar nicht so lang. Im dritten Jahr? Ja. Aber ich kann verraten, du hast schon mehr als 800 Einsätze geflogen, ne? Ja, das ist immer ganz schön. Durch unsere Einsatzdatenerfassung sieht man immer, auf welchem Stand man gerade ist. Also es ist doch ordentlich was los. Siehst du, ich musste eben schon wieder an Cristiano Ronaldo denken, weil die Fußballer, die wissen ja auch, wenn sie wollen, das wird ja alles erfasst, ja, Laufstrecke, Passquote, Zweikampfquote, pipapo. Und du, steht das eigentlich alles in eurem Bordbuch? Im Bordbuch stehen letztendlich am Ende des Tages die Stunden, die wir unterwegs waren. Und in unserem großen Programm, in dem auch die Einsätze erfasst werden, steht minutengenau, wie lange wir im Jahr unterwegs waren, wie viele Einsätze wir abgearbeitet haben. Also es ist alles sehr, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Ist echt immer interessant. Also hier kommt gerade eine Frage, auf die würde ich vielleicht nicht antworten, aber ist dir schon mal schlecht geworden? Ja, durchaus. Oh. Denn es gibt verschiedene Wetterlagen, bei denen wird es tatsächlich auch mal allen im Hubschrauber schlecht. Wir fliegen ja eine EC-135. Das ist ein relativ leichter Hubschrauber. Ich glaube, lasst mich lügen, der wiegt so 3,5 Tonnen. Das ist das maximale Abfluggewicht. Unsere ist etwas leichter. Und wenn im Bereich des Schwarzwaldes der Wind tost und die Maschine kriegt den Wind aufs Heck, dann fängt die schon mal an, ein bisschen hin und her zu wackeln. Und wenn die Flugzeit entsprechend lang ist, dann sind wir alle ganz normale Menschen, wie ihr auch. Dann wird uns auch mal schlecht. Deswegen ist es wichtiger, klingt paradox, vor dem Einsatz, vor Dienstbeginn oder direkt bei Dienstbeginn ein Frühstück mit der Crew und dann ist die Übelkeit doch weniger schlimm. Und rückwärts fliegen finde ich schlecht. Also ich saß bei der Einarbeitung mal hinten drin, bin rückwärts geflogen und dann hat es noch dazu geschaukelt und da ist auch mein Magen ein ganz normaler. Kann man das eigentlich mit irgendeinem Fahrgerät auf der Kirmes vergleichen? Gibt es da irgendwas, so eine Raupe oder so? Oder da gibt es doch diesen Kraken, ne? der in alle Richtungen geht, hoch und runter, ja. Und sich so ein bisschen dreht. Das kommt relativ nah dran an 40 Knoten Wind. Wir messen ja in Knoten, weil die Luftfahrt an die Seefahrt angelehnt ist. 40 Knoten sind so um die 70 km/h und dann wackelt es schon und bollert. Ja. Aber haben wir zum Glück selten. Alles klar. Übrigens, weißt du, wie schwer ein afrikanischer Elefant ist ungefähr? Nein, ad hoc nicht. Ich habe gerade mal, also für alle, die eine Alternative zu Google suchen, das darf ich, glaube ich, sagen, weil es ist keine Werbung, wer fair suchen möchte, kann das bei Ecosia machen. Die pflanzen Bäume, ja, und ein Elefant, ein afrikanischer, wiegt um die 6000 Kilogramm. Also ist erheblich schwerer als eine EC-135. Wusste ich aber gerade auch nicht, hat mich interessiert. Michael, würde ich gerne wissen, ob du auch mal in Rendsburg bist. Es kommt tatsächlich vor, dass man auch mal die Station wechselt. Die DAF ist ja in Regionen eingeteilt, verschiedene Regionen. Und normalerweise hilft man
in der eigenen Region aus, aber ich war tatsächlich, meine weiteste Reise war mal Göttingen. In Göttingen hatte ich mal einen Wochenenddienst im Rahmen einer Rufbereitschaft und hat total Spaß gemacht. Ich habe festgestellt, Rettungsdienst ist überall gleich und man fasst überall schnell Fuß. Also, aber du weißt schon, dass die Menschen in Südniedersachsen fast das reinste Hochdeutsch sprechen, ne? Ich habe es am Funk gemerkt. Ich musste das ein oder andere Mal wiederholen und bin tatsächlich auch aufgefallen. Also man hat gemerkt, dass ich kein Local bin. Ja, also da kann man mal wieder sehen, dieses Land ist so vielfältig, das ist einfach toll. Also ich wohne auch in Niedersachsen, bin aber Ostwestfale. Ja, und Sympathisant des SC Paderborn, falls jemanden interessiert. Sebastian ist übrigens kein Fußballfan, obwohl er Pfälzer ist, komisch. Claudia möchte wissen, wie schnell eure EC 135 ist. Das hängt natürlich auch davon ab, wo der Wind gerade herkommt, aber mit ordentlich Rückenwind fliegt sie schon so 250 bis 280 km/h. Und natürlich ohne an Kreuzungen halten zu müssen, ohne auf Ampeln zu achten. Das heißt, der Vorteil der Luftrettung ist tatsächlich auch die Geschwindigkeit. Wir kommen überall recht schnell hin. Gutes Beispiel dafür, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, von Kandel nach Rhein-Münster, dann brauche ich, wenn es gut läuft, so um die 30, 35 Minuten. Mit dem Hubschrauber wären es nur 6. Ja. Also alles spricht für, nein, nicht alles. Vieles. Der Max möchte gerne wissen, ob es Vorgaben für das Körpergewicht gibt. Vorgaben gibt es da keine. Es gibt natürlich, bevor man bei der DAF eingestellt wird, und ich glaube, das ist auch bei anderen Arbeitgebern so, ein Assessment Center, in dem man auch sportliche Herausforderungen meistern muss. Und es wird morgens Weight and Balance gemacht, also der Hubschrauber. Es wird berechnet, wie viel Sprit man mitnehmen kann. Und so bietet es sich natürlich an, dass man vom Körpergewicht her sich in einem normalen Bereich bewegt, um im Sommer noch einen Patienten transportieren zu können. Gerade im Sommer ist die Luftdichte ja niedriger und die Energie, die der Hubschrauber braucht, um abzuheben, ist deutlich höher. Wenn ich jetzt aber mehr Sprit tanke, ist der Hubschrauber wieder schwerer. Also es ist tatsächlich ein Rechenspiel. Die Probleme hat die H145, das neueste Hubschraubermodell, natürlich deutlich weniger. Aber die EC135, die hat es schon gern, wenn die Mitflieger alle im normalen Bereich sich bewegen. Aber ich könnte mir vorstellen, hier sind ein paar mit dabei, die zuhören. Übrigens vielen Dank dafür, dass ihr so viel Interesse zeigt. Das ist toll. Fünfblattrotor, Stichwort. Hast du sie schon gesehen? Ich habe sie gesehen. Und zwar habe ich sie einschweben gesehen. Das war sogar der Tag, an dem sie kam aus was, Ingolstadt ist es nicht, ja, jedenfalls von Airbus auf jeden Fall. Und wir haben die auf Flightradar verfolgt und haben sie dann tatsächlich gesehen, wie sie gelandet ist bei uns. Ja. Eine schöne Holger, Holger, die Frage kann ich jetzt beantworten, ohne dass ich Sebastian fragen muss. Wo die hinkommt, das wissen wir noch nicht. Ich glaube, das weiß überhaupt noch keiner, außer vielleicht die Führungsetage. Aber es bleibt spannend, ja, wo die Maschine hinkommt. Das wird natürlich dann so schnell wie möglich verraten. Susanne, ob die Piloten immer groß sind? Ich weiß jetzt nicht, was für sie groß ist. Das macht vielleicht die Dienstleitung, dass der Effekt der Größe da hervortritt. Die sind eigentlich. Ja, die kommen natürlich auch schon auch sehr selbstbewusst meistens um die Ecke, ne? Die Piloten. Die brauchen natürlich eine gesunde Wirbelsäule und wenn man die hat, dann wirkt man wahrscheinlich auch größer. Ah. Ja, obwohl sie ja auch viel sitzen. Ja. Okay. Marian möchte wissen, ob man sich den Christoph 44 wieder ansehen kann. Marian, ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt niemanden innerhalb der DRF-Luftrettung, die oder der sich nicht wünscht, dass das Thema wirklich bald zumindest so beherrscht werden kann, dass wir euch auch wieder in die Nähe der Station lassen können, weil
ich glaube, da kann ich wirklich für alle sprechen, das möchten wir natürlich auch in Anführungsstrichen bedienen. Also dieser Austausch. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal Danke an Sebastian, der jetzt seine Freizeit in Anführungsstrichen opfert. Dieser Austausch ist uns ja extrem wichtig, damit ihr da draußen noch besser verstehen könnt, was hier eigentlich passiert. Stefanie hat noch eine Frage. Der Kinder, macht Fliegen Spaß? Total, es ist der Hammer. Es ist wirklich, wirklich unglaublich gut. Ich kam zur DAF und habe mit der Fliegerei eigentlich außer der Wettergeschichte nie was am Hut gehabt. Ich saß dann zum ersten Mal im Hubschrauber und das Anlassen der Triebwerke allein ist schon so bei den ersten paar Malen wirklich ein Gänsehautmoment. Und ich glaube, ich spreche für alle, die bei uns fliegen. Die haben alle Spaß am Fliegen. Wenn jetzt natürlich noch gutes Wetter ist und es schüttelt uns nicht kreuz und quer, dann macht es natürlich noch mehr Spaß. Aber es sind immer alle begeistert dabei. Ja, absolut, kann ich bejahen. Toll. So, Liesel, dass Joris mit seinen 7 Jahren großer Fan ist, freut uns total. Hat dein Sohn denn auch noch eine Frage? Dann gerne her damit. Jetzt gehe ich nochmal weiter. Maria möchte wissen, was dein Lieblingshubschrauber ist. Ich weiß nicht, ob Marian dich besser kennt, Sebastian. Aber wenn ihr nachher nicht genug erfahren haben solltet, es gibt auch ein tolles Porträt von meiner Kollegin Emel über den Sebastian. Da steht zum Beispiel drin, dass er jeden Hubschrauber-Typ mehr oder weniger kennt. Das hat mich auch neugierig gemacht. Also du würdest beim Quiz bestehen, Sebastian? Also ich kenne natürlich welche besser und welche weniger gut, aber ich habe tatsächlich den Moment erwischt, als es noch die BK-117 gab bei der DAF und ich habe an einem heißen Sommertag mal von der EC auf die BK tauschen dürfen, was übrigens eine Heidenarbeit ist und echt keinen Spaß macht bei 40 Grad, aber wir sind sie geflogen und das war einmalig. Ist, glaube ich, kein Vergleich mehr zu den heutigen H145-Typen, die ja ein Glascockpit haben und das ist alles voller Computer und zumindest gesehen habe ich alle schon, ja. Und um die Frage zu beantworten, mein Lieblingshubschrauber, der heißt Delta Hotel Delta Romeo Yankee, das ist das Rufzeichen und die hat eine Besonderheit, die hat nämlich LED-Lichter hat die gekriegt, um einfach besser gesehen zu werden. Und das ist ein Projekt, was ich hochinteressant finde und was wirklich zur Sicherheit enorm viel beiträgt. Also es gibt tatsächlich auch spezifische Hubschrauber, die man sehr gerne mag. Aber die fliegen alle gut und deswegen mag ich sie alle. Wunderbar. Marcel möchte wissen, ist es gut, wenn man euch als Feuerwehr einweisen kann? Das ist eine berechtigte und eine sehr, sehr gute Frage. Was uns immer hilft, ist, wenn Fahrzeuge vor Ort sind und ihr das Blaulicht einschaltet. Ein Blaulicht ist ein Punkt, das sehe ich direkt aus weiter Entfernung. Also der Pilot und ich sehen sofort, wenn irgendwo ein Blaulicht ist. Und dann können wir uns zumindest mal die Einsatzstelle von oben anschauen. Und letztendlich ist es die Entscheidung des Piloten, wo er landet und macht's Blaulicht an, das hilft uns schon sehr viel. Eine Einweisung selbst, da kann man dann am Funk nochmal drüber sprechen, ob wir sowas brauchen. Aber in aller Regel suchen wir uns einen guten Parkplatz für den Hubschrauber. Und wenn die Feuerwehr da ist und kann zum Beispiel einen Mannschaftstransportwagen entbehren und kann dann uns abholen und zur Einsatzstelle hinbringen, da ist uns am allermeisten geholfen. Alles klar. Sehr gut. Hier gibt es eine Frage, und zwar geht es darum, jetzt finde ich sie natürlich nicht, das ist nicht so gut. Ah, doch, hier. Florian möchte wissen, ob ihr schon mal Vögeln ausweichen musstet. Yes, Vögel sind im Frühjahr immer ein großes Problem. Und zwar reden wir da nicht von Spatzen oder kleinen Vögeln, sondern es geht da tatsächlich um Störche oder Bussarde, die durch die Gegend fliegen. Und was mich fasziniert hat, als ich frisch war bei der DAF, so ein Bussard sieht den Hubschrauber nicht unbedingt als Bedrohung, sondern als Feind. Also der greift uns an. Die machen immer ganz verrückte Flugmanöver. Darum ist die Luftraumbeobachtung echt wichtig, denn so ein großer Vogel,
den wir mit 250, 270 km/h treffen würden, der würde durch die Cockpitscheibe gehen. Und dann haben wir natürlich alle ein riesengroßes Problem. Ja, Entschuldigung, ja. Du sitzt ja nicht wie früher irgendein Seemann mit einem Fernglas da. Mit wie viel Vorlauf kannst du denn Bussard überhaupt erkennen? 3-4 Sekunden. Da heißt dann auch Vogel 11 Uhr. Und dann weiß der Pilot Bescheid, dass der von meiner Sicht aus, Kamera so, dass der Vogel da ist und dann kann er ein Ausweichmanöver fliegen. Also der Vorlauf ist übrigens auch bei Flugzeugen relativ gering. Wenn ein Flugzeug dir horizontal entgegenkommt, dann hat so ein Flugzeug kaum eine Silhouette und die Zeit zu reagieren ist echt knapp. Ein Flugzeug, was so seitlich fliegt, seht ihr ja, wenn ich die Tragfläche sehe, hat eine viel größere Silhouette und deswegen sehe ich es auch viel früher. Deswegen ist das A und O tatsächlich die Luftraumbeobachtung. Aber ja, Florian, Vögel, großes Thema. Große Wahnsinn. Vögel, größeres Thema. Wahnsinn. Also so ein Bussard hat auch nicht dazugelernt und den interessiert das dann wahrscheinlich nicht, ne? Der ist auf Krawall, also Bussarde. Ja. Mögen uns nicht. Mal hier, jetzt Gray Young möchte wissen, ob man Hubschraubertypen am Sound unterscheiden und erkennen kann. Das ist der Mann. Ja, kann man tatsächlich. Und was man hört, sind Hubschrauber, die einen offenen Heckrotor haben, wie zum Beispiel die vorhin erwähnte Bell UH-1D. Das ist ja ein Hubschrauber mit zwei Blättern am Hauptrotor und einem offenen Heckrotor. Und die zwei Blätter, die hört man, das ist dieses typische Flap, 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 Flap. Und auch die DAF-Hubschrauber kann man unterscheiden, wenn man ein gutes Gehör hat. Die BK-117 mit einem offenen Heckrotor macht ein anderes Geräusch als eine EC-135. Und die neue Fünfblattmaschine, die hört sich auch wieder anders an. Die ist ein Ticken leiser als die alten H-145. Fand ich ganz interessant. Da frage ich mich, habt ihr ja schon mal erlebt, dass beim Einsatz jemand am Einsatzort gesagt hat, ich habe euch noch nicht gesehen, aber ich habe euch gehört und ich habe mich selten gefreut, so sehr gefreut, einen Hubschrauber zu hören. Gab es sowas schon mal? Kommt sehr häufig vor und es liegt daran, dass wir, bevor wir landen, immer eine Hocherkundung machen. Also wir machen einen Kringel in einer gewissen Flughöhe, 500 Fuß sind das in aller Regel, um uns die Landestelle anzugucken und da hört man uns dann. Vor allem hören uns die RTW-Besatzungen, die Rettungswagen-Besatzungen schon und wissen, jetzt sind die Kollegen gleich da. Mhm. Frank möchte gerne wissen, wie sich die MAP-Crew beim Flug zum Einsatzort auf den Einsatz vorbereitet. Coole Frage, Frank. Es gibt ein mentales Modell. Also wir kriegen ja eine Meldung, was für ein Einsatz jetzt gerade vorliegt. Und wenn es zum Beispiel ein Kindernotfall ist, dann bereiten wir uns dahingehend vor, dass wir Standardmedikamente kurz durchsprechen. Anhand des Lebensalters des Kindes können wir zum Beispiel ausrechnen, wie schwer so ein Kind ist. Die Formel ist ganz einfach, Alter plus 4 mal 2. Und ich habe so annähernd etwa das Gewicht von einem kleinen Kind ausgerechnet. Und dahingehend können wir uns die Dosierung der Medikamente schon ausrechnen. Außerdem kommt es darauf an, ist schon ein Rettungswagen vor Ort und der Patient versorgt. Oder sind wir ersteintreffend und müssen entsprechend viel mehr Material mitnehmen und müssen vielleicht als Team gemeinsam an dem Kind oder an dem Patienten jetzt arbeiten. Also wir machen uns immer ein mentales Modell. Es geht auch morgens beim Frühstück schon los. Da gibt es ein fliegerisches Briefing und ein medizinisches Briefing. Und da werden gewisse Situationen einfach mal durchgesprochen, weil die Erfahrung sagt, wenn ich mir mental schon mal was vorgestellt habe, dann kann es mich in der Realität schon mal nicht mehr so böse überraschen und ich kann so einen Einsatz sehr gut abarbeiten. Ja, also deswegen absolut berechtigte Frage. Nennt sich übrigens CRM, Crew Resource Management und ist... Oh, immer dieses Neudeutsch, ne? Also immer dieses Neudeutsch. Gibt es in der Luftfahrt schon seit den 70er Jahren und in der Medizin ist es jetzt auch glücklicherweise echt am Kommen in den letzten 10, 20 Jahren, ja. Mhm. Du hast ja einen Fan, Joris, Entschuldigung an alle anderen, aber wenn ein Siebenjähriger eine Frage stellt, dann müssen wir ihn jetzt natürlich kurzzeit vorziehen. Wie viele Einsätze? Ich weiß jetzt nicht, ob Joris den 43er komplett meint oder dich als Hems, aber vielleicht haben wir ja beide Zahlen parat.
Also ich glaube, du hast es vorhin gesagt, bei mir sind so um die 800 in der Luftrettung. Und generell kann man, glaube ich, auf der DAF-Homepage sogar sehen, wie viele Einsätze jede Station pro Jahr fliegt. Also da lohnt sich mal ein Besuch, um die genauen Zahlen zu haben. Das ist natürlich im Sommer deutlich mehr als im Winter an den Tagstationen, da einfach im Winter der Tag kürzer ist und wir dementsprechend auch weniger lange fliegen können. Ich habe hier noch eine interessante Frage. So, und jetzt habe ich sie gerade gesehen. Ach so, Herr Johannes hat gehört, dass du den Flyer angesprochen hast. Und jetzt fragt er sich aber, weil ihr euch ja die Landeplätze selber sucht, ob sich die Feuerwehr das Ausleuchten sparen kann. Wahrscheinlich nicht. Nein, nein. Die Feuerwehr ist immer dann gefordert, wenn so ein Einsatz in der Dämmerung stattfindet für eine Tagflugstation. Und es gibt eben auch nachtfliegende Hubschrauber, die von so einer Ausleuchtung unbedingt profitieren können. Dabei ist es einfach wichtig für die Feuerwehr, den Horizont von der normalen Sichtweite, die jeder Fußgänger hat, etwas nach oben noch zu legen. Denn für uns sind Stromleitungen, irgendwelche Lichtmasten oder Masten an sich oder irgendwelche Kabel von Seilbahnen extrem gefährlich. Die Nachtflughubschrauber, die fliegen mit einer Nachtsichtbrille, die sehen das alles relativ gut, aber die Tagflughubschrauber, die haben sowas nicht und die profitieren schon von der Ausleuchtung. Es ist aber dennoch so, letztendlich die Entscheidung über den Landeplatz fällt der Pilot selbst. Und bei Sportplätzen gibt es zum Beispiel Kunstrasenplätze, die haben die doofe Eigenschaft. Ja, zum einen können die kaputt gehen, wenn ein Hubschrauber drauf landet. Das wollen wir nicht. Und zum anderen können sich diese Kunstrasenflächen lösen, nach oben fliegen und in den Hauptrotor gelangen. Und wenn unser Hauptrotor kaputt geht, dann bedeutet das, dass die Maschine nicht mehr fliegen kann. Und aus zum Teil großer Höhe dann eine harte Landung machen würde. Deswegen ist es immer so ein, ja, so ein zwiespältiges, so eine zwiespältige Geschichte. Ich mache es zum Beispiel so, wenn wir eine Ausleuchtung brauchen durch die Feuerwehr, sprechen wir das frühzeitig über die Leitstelle an. Und so ein Rettungshubschrauber hat ja immer so sein eigenes Gebiet, in dem er öfter mal unterwegs ist. Und wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich in Weißenbach, das ist im Schwarzwald, landen muss, dann ist da der Sportplatz ganz gut geeignet. Und wenn es in die Dämmerung fällt, kann da die Feuerwehr natürlich durchaus ausleuchten. Dann ist das alles kein Problem. Für uns ist es nur wichtig, Stromleitungen und die ganzen Hindernisse, die da in der Nähe stehen, die sind entscheidend. Und da ist es letztendlich Pilotenentscheid. Alles klar. Nikolas möchte wissen, ob ihr schon mal geblendet worden seid. Es gibt bei uns ja ein SMS-Portal, also Safety Management System. Da gehen immer solche Meldungen ein. Und ja, leider findet heutzutage immer noch gelegentlich so eine Blendung statt. Ja. Ganz schlimme Sache, gerade wenn wir in der Dämmerung unterwegs sind und werden geblendet, geht uns eben die Sicht komplett verloren und das ist, kann dramatisch enden. Das muss denjenigen, die blenden, klar sein. Sie gefährden Menschenleben, nämlich die Leben derer, die im Hubschrauber sitzen. Und die Leben derer, auf die der Hubschrauber dann draufstürzen würde, im Fall aller Fälle. Ja. Danke für die Frage. Es war nämlich auch so, dass das im Dezember bei den Kollegen von Christoph 42 in Rendsburg passiert ist. Unser Kollege Stefan Klein war einer von zwei Piloten. Die Maschine war im Anflug an die Uniklinik Kiel. Da saß eine Mutter mit ihrem Sohn hinten drin. Die haben das zum Glück nicht mitbekommen. Aber sowas ist halt nicht witzig. Und Sebastian hat es ja angedeutet, ihr könnt zum Beispiel damit die Netzhaut eines Piloten, eines Hems, eines Arztes zerstören. Die werden dann nie wieder arbeiten können. Und Stefan hat mir in Rendsburg erzählt, dass das Wochen vorher schon mal vorkam. Und jetzt kommen die Kinder wieder ins Spiel. Bei dem Vorfall war es so, dass ein Jugendlicher, dem war langweilig, der hätte einen Laserpointer neu bekommen. Die Maschine war im Anflug an die Klinik in Rendsburg und der Junge hat das aus dem Dachfenster gemacht. Ja, und das Haus konnte identifiziert werden. Die Polizei ist dorthin gefahren und jetzt kommen die Eltern ins Spiel.
nachdem der klar war, dass der Junge das gemacht hat, hatten die Eltern wirklich die Größe und sind mit dem Jungen zu unseren Kollegen der Station in Rendsburg gefahren. Der Junge hat sich entschuldigt und die ganze Sache ist ausgeräumt worden. A, denke ich, dass dieser Junge das nie wieder tun wird und B, wird da hoffentlich auch drüber geredet, weil das ist eben kein Streich, ja, und auch kein Kavaliersdelikt, egal wie alt man ist. Sowas sollte man tatsächlich niemals tun. Okay. Clemens möchte gerne wissen, was ihr bei schlechtem Wetter macht und nicht fliegen könnt. Ja, ist im Winter natürlich ein Thema, ein leidiges Thema. Gibt ja im Winter immer wieder die Situation, dass es zu Nebel kommt oder gefrierenden Niederschlägen. Und das ist natürlich für die Luftfahrt schlecht, wenn wir nichts sehen oder die Maschine vereist. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir sind ja im Moment mit dem Christoph 43 am Baden Airpark. Und wenn dort bodengebunden ein Notfall ist am Flughafen selbst, dann werden wir von der Flughafenfeuerwehr abgeholt mit unserem medizinischen Equipment und können zumindest dort noch aushelfen. Andere Stationen haben die Möglichkeit, sich zubringen zu lassen und bodengebunden noch den Rettungsdienst zu unterstützen. Ja, also die Möglichkeit besteht. Wunderbar. Anke möchte gerne wissen, was kann euch am meisten überraschen? Also der heikelste ungewisse Faktor bei eurer Ankunft. Ja, vielen Dank, liebe Anke. Ronaldo ist auf dem Kunstrasenplatz, auf dem ihr nicht landen könnt. Der Kunstrasenplatz natürlich, auf dem wir nicht landen können. Was kann uns am meisten überraschen? Es gibt natürlich immer Situationen, da weicht die Meldung von dem ab, was dann letztendlich vorliegt. Sei es ein Verkehrsunfall, der vielleicht halb so schlimm ist, wie er gemeldet ist. Das ist dann immer schön für uns, wenn es dann doch nicht so schlimm ist. Oder der Umkehrfall. Ich habe dann doch plötzlich mehrere Verletzte oder habe eine Situation, mit der ich vorher so nicht gerechnet habe und muss dann ad hoc entscheiden, wie es weitergeht. Muss dann unter anderem mal so eine große Einsatzstelle auch sortieren. Wir hatten jetzt letztes Jahr, gegen Ende letzten Jahres, einen Einsatz mit Kohlenmonoxid. Das ist ja ein geruchloses Gas, was dazu führt, dass man relativ schnell bewusstlos wird in gewisser Konzentration. Und das war so ein Einsatz. Das war nicht absehbar, wie sich die Einsatzstelle entwickelt. Und da ist auch das Reizvolle an dem Beruf des Notfallsanitäters, dass man spontan einfach entscheiden muss, wie geht es jetzt weiter und sich mit ungewissen Situationen einfach direkt beschäftigen muss. Das macht natürlich auch einen Reiz aus an der Arbeit. Mhm. Claudia möchte wissen, ob ihr Scheinwerfer an der EC-135 habt. Zwei Stück sind da dran, ein Landelicht und ein Suchscheinwerfer, ja. Der Suchscheinwerfer, der ist steuerbar über den Stick des Piloten. Der hat ja die Möglichkeit, ein bisschen sich den Weg auszuleuchten. Ist natürlich kein Vergleich zu den Scheinwerfern an der H-145, die deutlich intensiver leuchten, ja. Aber wir haben die Möglichkeit, uns ein bisschen Licht zu machen, ja. Alles klar. So, Christian würde gerne wissen, ob ihr eine Schaufeltrage habt oder ein Spinboard. Die Frage habe ich mir als RTW-Notfallsanitäter immer gestellt. Wo haben die ihre Schaufeltrage und ihr Spineboard? Ein Spineboard haben wir nicht dabei, tatsächlich. Darf ich mal kurz einhaken? Für diejenigen, das ist ja jetzt in Anführungsstrichen eine Expertenfrage. Für diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, kannst du mal kurz erklären, was der Unterschied ist, bitte? Ja, also ein Spineboard ist ein hartes Brett, auf dem der Patient dann letztendlich zur Rettung gelagert werden kann. Für längere Transporte soll man sowas nicht mehr benutzen, nach den neuesten Leitlinien, aber für eine Patientenrettung aus einem PKW zum Beispiel. Vorteil von so einem Spineboard habt ihr wahrscheinlich alle schon gesehen. Es gibt ja so mehr oder weniger gute Arztserien im Fernsehen. Emergency Room, das war zum Beispiel eine gute, die kennen aber nur noch so alte Leute wie ich. Da lagen die Menschen sehr oft auf dem Spineboard drauf und das hat den Vorteil, dass es schnell geht und mit ein paar Tricks man den Patienten schnell aus einem PKW, zum Beispiel aus einem Verunfallten, auf die Trage des Rettungswagens kriegt. Die Schaufeltrage, die haben wir dabei auf dem Hubschrauber und die dient dazu, einen Patienten schonend aufzuschaufeln. Die lässt sich also in zwei Teile trennen. Man kann die dann wie eine Baggerschaufel unter den Patienten schieben und den, gerade wenn er den Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung bietet, schonend aufschaufeln und auf eine Vakuummatratze legen.
Vakuummatratze, die ist auch auf dem Hubschrauber mit dabei. Da sind Styroporkügelchen mit drin. Ich lege den Patienten da drauf, saug die ab und das Styropor formt sich an den Patienten an und er liegt dann bewegungsunfähig da drauf. Und so wie die Patienten uns das immer mitteilen, scheint es auch eine relativ bequeme Geschichte zu sein. Alles klar. So, Alex fragt für seinen Sohn, 8 Jahre alt, wie hoch ihr normalerweise fliegt. Auch das ist immer abhängig von der Tageszeit. Nachts fliegen wir tendenziell höher und begeben uns dann in überwachten Luftraum. Da gibt es nämlich in Langen bei Frankfurt in Hessen gibt es eine Radarstation, Langen Radar, und die überwacht uns dann. Die haben uns auf dem Radar und passen auf uns auf, dass uns nichts passiert. Und nachts fliegt man tendenziell höher, weil man einfach bodennahe Hindernisse nicht sieht. Tagsüber fliegen wir so in Höhen bis 2500 Fuß, eher mal ein bisschen tiefer, da die ganzen Segelflieger und die ganzen Sportflieger in der Höhe von 2500 Fuß auch sind. Und wir natürlich versuchen, von vornherein schon auszuweichen. 2500 Fuß, das sind so, lass mich mal lügen, das ist so 800 Meter, 700, 800 Meter. Okay. Claudia möchte wissen, ob ihr eine Winch dabei habt. Wir haben keine in Karlsruhe dabei, aber die nächste von Karlsruhe aus zu erreichende Winch, also eine Winde, eine Seilwinde am Hubschrauber, die steht in Freiburg. Und die Kollegen aus Freiburg, die sind damit auch regelmäßig im Einsatz im Schwarzwald. Aris möchte gerne wissen, ob du als Feuerwehrmann sogar mal deine Kollegen vom Christoph 43 getroffen hast. Na klar, endlich war es soweit, und zwar letzten Sommer. Da hat es bei uns in der Region gebrannt, ein Sägewerk hat da gebrannt. Und da gab es auch leider einen Verletzten, der dann letztendlich vom Christoph 43 abgeholt wurde. Und ich war natürlich zum einen froh, meine Kollegen zu sehen, und konnte dann auch entsprechend mit den Feuerwehrkameraden zusammen unterstützen beim Laden und Absichern des Hubschraubers. Ja, also es war soweit. Es hat aber einen Moment gedauert, bis es mal dazu kam. Alles klar. Wie ist die Einsatzkleidung? Bequem. Ja, nee, also ich bin sehr zufrieden mit der Einsatzbekleidung. Ist natürlich das Problem, dass es im Sommer in so einem Hubschrauber ohne Klimaanlage entsprechend extrem warm wird. Also wir haben Temperaturen da drin in der Maschine bis über 50 Grad, wenn die Sonne drauf britzelt. Und entsprechend gibt es, glaube ich, keine Kleidung, die nicht dazu führt, dass wir ins Schwitzen kommen im Sommer. Ansonsten, finde ich, sind wir gut ausgestattet. Man sieht uns vor allem im Straßenverkehr, weil die Hosen Reflexstreifen haben, die Jacken haben Reflexstreifen, und somit, denke ich, sind wir gut ausgerüstet. Ja. Alles klar. Diese Frage hier beschäftigt sich mit Drohnen, ob euch Drohnen schon mal gefährlich geworden sind. Drohnen können immer ein Problem für uns werden, entsprechend ihres Gewichtes. Es gibt natürlich ganz kleine Drohnen, auch die können einen Schaden am Hubschrauber anrichten. Die können zum Beispiel so eine Scheibe zum Bersten bringen. Und die großen Drohnen mit entsprechend Gewicht, die sind ähnlich wie ein Vogel oder ein kleines Flugzeug eine große Gefahr für uns. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr als Drohnenfreizeitflieger einen Hubschrauber hört, holt die zurück. Die haben ja meistens GPS-Rückheimkehrfunktion, heißt, glaube ich. Holt die Drohne an den Boden, und wenn der Hubschrauber dann weg ist und wenn der Einsatz beendet ist, könnt ihr natürlich wieder fliegen. Macht halt auch Spaß. Mhm. Adrian möchte wissen, ob das am Flughafen jetzt im Zusammenhang mit Flugzeugen herausfordernd ist. Das Schöne am Flughafen ist, dass die Kollegen, die Lotsen, die im Tower sitzen und den Verkehr der Flugzeuge am Boden und in der Luft koordinieren, auch wissen, wenn wir einen Einsatz kriegen. Also die werden verständigt, und so kann es passieren, dass ein Flugzeug, was vielleicht gerade starten will oder von den Hauptrollwegen auf die Lande- und Startbahn rollen möchte, einen Moment warten muss, bis wir gestartet sind. Also wir werden da als Mittel der Notfallrettung tatsächlich auch sehr nett behandelt, und jeder weiß, dass es um Minuten geht, wenn wir starten müssen. Ja. Also wir haben da keine Probleme am Flughafen. Marian möchte gerne wissen, ob ihr schon mal notlanden musstet.
Notlanden nicht. Allerdings kann es im Sommer doch auch mal vorkommen, dass schlechtes Wetter plötzlich auftaucht. Und schlechtes Wetter ist zum Beispiel ein sehr starker Regenschauer oder ein Hagelschauer. Und dann besteht die Möglichkeit für uns, eine kurze Landung zu machen, zum Beispiel auf dem Feld oder auf einem Sportplatz. Und einfach mal abzuwarten, bis das schlechte Wetter wieder weg ist und sich neu zu orientieren. Wir haben viele Apps dabei, können gucken, wie die Wettergebiete ziehen, können vor allem entscheiden, ob wir jetzt in eine andere Richtung den Anflug probieren. Oder, so ist es den letzten Sommer zum Beispiel gewesen, auf dem Rückflug sind wir über Karlsruhe in Gewitter reingekommen und haben dann über Nacht auf dem Klinikum geparkt, weil ein Weiterflug einfach zu gefährlich gewesen wäre. Sind dann am nächsten Morgen wieder mit der DAF, mit einem Fahrzeug dahin gefahren, haben unseren Hubschrauber wieder in Betrieb genommen. Ja, also bevor es zu einer Notlandung kommt, machen wir eine Pause. Und das ist der große Vorteil von einem Hubschrauber im Vergleich zu einem Tragflächenflugzeug. Ich brauche keine Landebahn. Wenn schlechtes Wetter kommt, setze ich mich kurz hin und warte ab. Also Sicherheit geht immer vor. Anke möchte gerne wissen, wie viele Einsätze ihr im Schnitt pro Schicht fliegt. Aktuell sind es im Bereich des Christoph 43, ich glaube 2,97. Es wird ja immer brandheiß statistisch alles ausgewertet. Im Sommer sind es entsprechend mehr. Im Sommer können dann mal 7, 8, auch mal 9 Einsätze mit dabei sein. Früher im Bereich Karlsruhe waren es noch mehr. Da hat man auch mal immer kleine Hüpfer gemacht. Da waren auch mal 10, 11, 12 Einsätze in Spitzenzeiten mit dabei. Man muss natürlich immer bedenken, der aktuelle Standort ist so gelegen, dass wir immer eine gewisse Flugzeit zur Klinik hin, zum Patienten hin generieren und dann nach der Rückkehr häufig auch direkt tanken müssen und entsprechend so ein Einsatz oder so ein Einsatztag auch durchaus so ablaufen kann, dass wir gar nicht dazu kommen, überhaupt mal eine Pause zu machen. Das klingt nicht gut. Es gibt noch weitere Fragen bezüglich der Ausbildung. Bitte seid mir nicht böse, aber dazu hat Sebastian schon einiges erzählt. Und da gibt es auch auf unserer Homepage, ich blende das mal kurz ein, hier unten gibt es bei den Anforderungsprofilen klare Informationen, ja, welche Anforderungen eben gegeben sind. Und ich gucke jetzt gerade nochmal, ob neue Fragen reingekommen sind. Wir haben ja zu Beginn des Gespräches auch gesagt, dass wir unheimlich gerne mit jüngeren Menschen in Kontakt kommen möchten, weil wir denen die Möglichkeit geben wollen, jemandem wie Sebastian, der sich netterweise bereit erklärt hat, eben direkt Fragen zu stellen. Ein paar sind ja über die Eltern reingekommen. Deswegen, Sebastian und ich, wir sind schon, ich glaube, da kann ich jetzt auch für ihn sprechen, damit ihr da draußen mal ungefähr mitbekommt, wie viele jetzt gerade zuschauen, das sind über 300 Personen. Das ist super. Aber ich glaube, Sebastian hat auch noch was vor. Und wenn du einverstanden bist, Sebastian, würde ich sagen, 5 Minuten noch und dann machen wir einen Haken dran, okay? Na klar, mach mal. Ah, okay. Dominik möchte wissen. So, kleinen Moment, jetzt muss ich das hier mal ausblenden. Wie viele Personen könnt ihr maximal mitnehmen? In aller Regel ist es so, die Besatzung selbst besteht ja aus 3 Personen, Notarzt, Temp-CC und Pilot. Dann kommt noch ein Patient dazu und wenn es ein pädiatrischer Patient ist, also ein Kind, dann nehmen wir natürlich auch die Mutter mit des Kindes oder den Vater oder eine Bezugsperson. Und dann ist die Maschine aber auch schon voll. Alles klar. Guck mal, Claudia hat sich gemeldet. Das kann ich jetzt auf dem Foto nicht erkennen. Wenn du erst 10 bist, Claudia, dann sei doch so nett und melde dich nochmal. Also es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt uns eine Mail schicken an info@drf-luftrettung.de oder ihr könnt uns auch ganz normal über die Facebook-Seite kontaktieren.
Das fänden wir ganz toll, denn wie gesagt, momentan sitzen ja nicht nur viele Mütter und Väter im Homeoffice, sondern die Kids, meine übrigens auch, meine Jungs sind 13 und 14, sind auch zu Hause. Und vielleicht bekommen wir es ja nochmal hin, mit Sebastian, wie gesagt, einen Special Talk zu machen. Vorher möchte Marcel aber wissen, wie findet ihr die ehrenamtliche Unterstützung für die DEF allgemein? Ganz wichtiger Punkt, die ist enorm wichtig, denn ich glaube, was viele gar nicht wissen, wir haben etliche Geräte mit dabei, die wir im täglichen Einsatz an Patienten auch absolut brauchen. Wir haben zum Beispiel ein Ultraschallgerät dabei und können gucken, ob der Patient nach einem Verkehrsunfall zum Beispiel Probleme mit der Lunge hat oder in den Bauch reinblutet, was man ja von außen nicht sieht, mit dem Ultraschallgerät aber allemal natürlich. Und wir haben eine Maschine mit an Bord, die uns ermöglicht, auch einen Patienten im Kreislaufstillstand zu transportieren. Denn die Maschine übernimmt die Herzdruckmassage. Es ist ja im Hubschrauber durch einen Menschen nicht möglich, eine Herzdruckmassage durchzuführen, einfach weil er viel zu eng ist, der Hubschrauber. Und solche Geräte, solche Specials, die können wir besorgen durch die Unterstützung der Spender und der DAF-Unterstützung. Schützer natürlich. Das ist deswegen ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Alles klar. Also deswegen finden wir die Unterstützung natürlich absolut gut und spitze. Ja, was wir vorhin gesagt haben, beziehungsweise kam mal die Frage, ob der Christoph 44 in Göttingen dann wieder nach Corona besichtigt werden kann. Das gilt ja für alle Standorte. Also wir freuen uns, wie gesagt, total über das Interesse. Egal an welchem Standort, es sind ja alleine in Deutschland 29 und da sagen wir einfach an dieser Stelle Danke. Die Frage, die jetzt kommt, die hattest du schon beantwortet, aber da sie von Sophie kommt und Sophie ganz offensichtlich die Tochter von Lena ist, würde ich sagen, wir erzählen es doch mal kurz, oder? Die kenne ich sogar, die Sophie, und das ist natürlich die Tochter von Lena. Und Sophie, ja, klar. Wir haben ein Navigationsgerät im Hubschrauber. Es sieht allerdings ganz anders aus als die Navigationsgeräte, die man im Auto so hat. Denn auf diesem Navigationsgerät sind auch die Karten der Luftfahrt mit drin. Und ich sehe zum Beispiel, wo Stromleitungen sind. Wir sehen, in welchen Gebieten man sich zum Beispiel mit einem Flugplatz per Funk in Verbindung setzen muss. Und ich sehe jetzt auf der H145 zum Beispiel, verschiedene andere Hubschrauber, die im Bereich unterwegs sind. Aber auch mittlerweile auf der EC135, dem Hubschrauber, den ich schon beschrieben habe, also den kleineren. Ja, wir haben Navi dabei und wir haben eine Rückfallebene, weil so ein Navi fällt immer mal gerne aus, kann immer mal passieren. Im Hubschrauber glücklicherweise sehr selten, aber es gibt da noch konventionelle Karten, an denen man sich auch orientieren kann. Ja. Michael hat eine echt lange Frage. Ah, ist eine gute Frage, aber ja, Deutschland hat viele Gesetze und die schützen uns in der Hinsicht. Denn wenn wir 10 Stunden ununterbrochen fliegen und keine Pause von mindestens einer Stunde zwischen den Einsätzen machen können, dann dürfen wir am Ende des Tages nicht mehr weiterfliegen. Man darf diese maximale Flugdienstzeit auf 11 Stunden mal verlängern, muss dann aber entsprechend eine Pause hinten ansetzen und darf am nächsten Morgen erst später anfangen. Also da sind wir geschützt, denn so ein Tag im Sommer, an dem man den ganzen Tag durchfliegt und wirklich viele Einsätze hat und zum Teil auch sehr anspruchsvolle Einsätze, der ermüdet. Und deswegen ist es eine Schutzmaßnahme, die der Gesetzgeber eingerichtet hat. Okay. Lenny möchte wissen, wie das läuft, wenn man sich bewirbt genommen wird und wie man dann eingesetzt wird. Du hast das vorhin angedeutet, dass du schon mal in Göttingen warst. Aber kannst die Frage von Lenny bestimmt etwas detaillierter beantworten. Ja, Lenny, also es wäre
generell wichtig, wenn man mit der Bereitschaft kommt, auch mal andere Stationen zu bedienen als die eigene Heimatstation. Das ist tatsächlich so. Überwiegend findet es im eigenen Verbund statt. Also wenn ich jetzt von Karlsruhe spreche, wären zum Beispiel die Stationen in Mannheim, in Stuttgart, Freiburg wären da mit dabei. Ich glaube, Dortmund gehört noch mit dazu. Also so ein relativ weiter Bereich. Entschuldigt bitte, wenn ich eine vergessen habe, aber ich bin ja auch ein bisschen aufgeregt. Aber ja, man sollte schon die Bereitschaft zeigen, auch mal eine andere Station zu bedienen. Was übrigens gar nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil. Es macht tierisch Spaß, mal was Neues zu sehen. Neue rettungsdienstliche Landschaften, neue Kliniken, finde ich schon eher spannend, die ganze Geschichte. Man kann sich natürlich aber auch auf spezielle Standorte bewerben und hat dann, wenn alles gut läuft, eine Heimatstation. Naja, und ich meine, so groß ist Deutschland ja flächenmäßig jetzt auch nicht. Ja, man muss ja dann nicht wie in Australien mehr als 3000 Kilometer von der einen Küste an die andere. Und wie du schon sagst, also ich habe ja das große Glück, dass ich verschiedene Stationen kennenlernen darf und kenne bei weitem noch nicht alle. Und ich glaube auch, wenn man gerade als junger Mensch ein bisschen offen ist, das ist ja, das Schöne daran ist ja, angenommen, es gefällt einem jetzt unabhängig von der Arbeit, weil die ist ja, wie du gesagt hast, bei der DF-Luftrettung überall super, aber man fühlt sich vielleicht nicht so wohl in einer Gegend, umso schöner ist es doch dann, wenn man nach Hause kommt. Ne? Ganz genau, ja, das stimmt. Wunderbar. So, Claudia ist so ausdauernd, die Frage müssen wir jetzt auf jeden Fall beantworten. Hat die EC-135 einen Spitznamen oder ist das streng geheim? Ja. Also es gab ja diese Fernsehserie, die Rettungsflieger, da hieß der Hubschrauber Anneliese, die hatte tatsächlich einen Namen. Unsere hat keinen Namen. Die Hotel Delta Romeo Yankee, wenn man sich dieses Rufzeichen so ein bisschen schnell über die Zunge fließen lässt, dann heißt sie High Dry, kann man so sagen, macht in der Regel keiner. Eins haben sie alle gemein, so wie ich es bisher mitgekriegt habe, sie sind alle weiblich. Es sind alles Sees, alles Mädchen. Das ist ja so ähnlich wie in der Wetterkunde bei den Tiefdruckgebieten, ne? Ja, wobei die wechseln jetzt mittlerweile jährlich. Ach. Da hat die Gleichberechtigung Einzug gehalten, ja. Wurde auch Zeit. Alles klar. Moment mal. Die nehmen wir jetzt noch mit. Marc, wir haben da vorhin drüber gesprochen. Wir wissen noch nicht, wo die 5-Blatt-Maschine hingeht. Mir persönlich, aber ich darf ja leider nicht damit fliegen. Ich muss gestehen, als ich das erste Foto gesehen habe, habe ich so zuerst gedacht, da ist ja gar nichts anders dran. Bevor mir natürlich das 5. Rotorblatt dann aufgefallen ist. Also ich finde, das sieht schon interessant aus. Wie geht denn dir das, Sebastian? Der Hauptunterschied ist der Rotorkopf natürlich. Der sieht jetzt ganz ähnlich aus wie der von meiner EC-135. Und ich konnte mit dem Herrn Bratsch sprechen, der die damals gebracht hat nach Rhein-Münster. Der war da mit dabei. Der hat mitgeteilt, die fliegt sich echt gut. Ist ein gutes Gefühl. Die ist echt vibrationsarm. Und es war echt ein schöner Hubschrauber. Ja, ich bin gespannt. Alles klar. So, hier gibt es noch eine Frage, ob wir, Moment, ob wir Bufdi, halt. Entschuldigung, hier funktioniert gerade was nicht. Tom ist mein Lieblingspilot, das ist schön. Nehmen wir Bufdis, selbstverständlich nehmen wir Bufdis. Und sowas von gerne nehmen wir Bufdis, dass auch da bitte mal auf der Homepage gucken. Sebastian, du bist viel näher dran. Erzähl du mal bitte was zu deinen. Also ich habe Erfahrungen gemacht mit Bufdis und war hin und weg und finde das einfach super, dass junge Leute sich für die Arbeit der DF-Luftrettung interessieren. Ja, also ich kenne ja die Bundesfreiwilligendienstleistenden, die Bufdis, noch aus dem Rettungsdienst. Da sind die ganz normal mit uns mit dem Rettungswagen unterwegs gewesen und auf dem KTW, Krankentransport. Und bei der DAF in Rhein-Münster sind die Bufdis in der kleinen, beziehungsweise beim Learjet eingesetzt. Wir haben ja auch ein Flugzeug, was viele gar nicht wissen. Ne? So ein Jet, der holt kranke Patienten aus dem Ausland zurück.
Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und die Buftis kümmern sich zum Teil ums Flugzeug, die machen Schleppvorgänge, also die ziehen das Flugzeug mit dem Stapler raus aus der Halle, machen es nach einem Einsatz wieder fit und die haben eine ganz elementare, wesentliche Aufgabe bei uns und ich arbeite immer gern mit denen zusammen, denn das sind immer ganz pfiffige Jungs und Mädels und hochmotiviert und ich glaube, ich frage die ja manchmal, wie es denen gefällt, so wenn keiner zuhört und dann sind sie eigentlich immer alle begeistert und haben viel Spaß an der Aufgabe bei der DAF. Also Bufti, eine tolle Sache, unbedingt. Absolute Lebenserfahrung, die man da gewinnt. Okay, ist keine weitere Frage reingekommen. Ich würde jetzt an dieser Stelle einfach sagen, weil ich mache jetzt mal Werbung für die Umweltdoku Haie eiskalt in der ARD. Ich kenne da nämlich jemanden, der hat da lange dran mitgearbeitet. Und möchte an dieser Stelle einfach sagen, Sebastian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. An alle Eltern, Tanten, Onkels, Großonkels, Großeltern, wenn ihr Kinder habt oder vielleicht auch ein Nachbarskind, wo ihr denkt, boah, dem muss ich mal erzählen, dass die DAF Luftrettung auch Jugendlichen und Kindern gerne ein paar Infos zukommen lassen möchte, dann meldet euch gerne. Wie gesagt, das geht ganz unkompliziert über Facebook. Und ansonsten, Sebastian, möchtest du noch was sagen? Ich bin begeistert. Tolle Fragen habt ihr gestellt. Und ich glaube, wir konnten ganz schön viele davon beantworten. Und ja, ich freue mich auf die nächste Session. Hat Spaß gemacht. Wunderbar. Zum Abschluss kommt noch ein paar bewegte Bilder. Passt gut aufeinander auf. Bleibt gesund. Haltet Abstand. Und einen schönen Abend, wie gesagt. Danke für euer Interesse und bis bald. Tschüss.